In diesem Video werde ich Ihnen kurz erklären, wie man Marketplace-Konten verwaltet, Benutzer autorisiert, Rechte vergibt und was der Unterschied zwischen Mandantenkonto, Gruppenkonto und Benutzerkonto ist. Zunächst einmal öffnen wir die Kontoverwaltung. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal über das Marketplace-Menü. Sobald das Mandantenkonto aktiv ist, gibt es hier den Button Mandantenkonto verwalten. Und daraufhin öffnet sich dieses Pop-up. Der zweite Weg wäre über Extras Einstellungen, Grundeinstellungen. Und hier direkt auf dem Reiter Grunddaten gibt es den neuen Bereich Marketplace. Und auch hier den Button Mandantenkonto verwalten. Und es öffnet sich genau das gleiche Pop-up. Zwei Wege, das gleiche Ziel. Ich gehe hier jetzt einmal alle Optionen durch. Zuerst können wir die Anmeldedaten ändern. Hier geht es um die Daten des Kontoinhabers. Bei den Zahlungseinstellungen kann ich die Karte ändern, indem ich auf den Button Karte ersetzen klicke, falls sich hier was ändern sollte. Über den Button Transaktion erhalte ich eine Übersicht der Transaktion, also der Bestellungen, die durchgeführt worden sind. Genau das Gleiche erhalte ich ja auch hier oben über das Marketplace-Menü. Über Benutzer autorisieren entscheide ich, wer über dieses Mandantenkonto, also über diese Kreditkarte, bestellen darf. Ich klappe mal alles auf. Bei mir sind jetzt Gruppen aktiv. Wenn Sie keine Gruppen haben, werden hier einfach nur die Benutzer aufgeführt. In dem Fall habe ich jetzt Gruppen. Diejenigen wie hier Herr Mustermann oder Herr Tasthauser, die beiden dürfen nicht über das Mandantenkonto bestellen, also nicht über die Kreditkarte, die ich eingegeben habe. Sofern Sie aber das Recht haben, generell den Marketplace zu nutzen, steht es Ihnen frei, sich ein Gruppenkonto bzw. ein Benutzerkonto zu erstellen. Darauf gehe ich gleich nochmal näher ein. Ich habe natürlich auch die Möglichkeit, das Konto vollständig zu schließen. Es erscheint diese Warnmeldung, dass beispielsweise es überhaupt keinen Zugriff mehr auf die getätigten Transaktionen gibt. Die muss man vorher unbedingt anderweitig speichern. Und über Konto schließen wäre das Konto dann eben nicht mehr aktiv. Ich müsste mir den Marketplace, wie ich es im ersten Video gezeigt habe, dann erneut aktivieren und meine Zahlungsdaten angeben und so weiter. So, dann gehe ich jetzt einmal auf den Unterschied bzw. die unterschiedlichen Hierarchieebenen der verschiedenen Konten an. So, wir sind jetzt hier im Mandantenkonto, also das initiale Konto, mit dem der Marketplace freigeschaltet worden ist. Theoretisch könnte ich allen das Recht geben, über dieses Konto zu bestellen. Wenn ich das nicht möchte, wenn ich beispielsweise Gruppen habe, die jeweils über ein eigenes Gruppenkonto bestellen sollen, kann ich die Häkchen hier auch entfernen. Wichtig ist, dass einer immer für das Mandantenkonto freigeschaltet ist. So, das ist in dem Fall jetzt mein Testbenutzer, Herr Knecht. Ich selber bin Intimmakler und ich soll ein Gruppenkonto erstellen. Sobald das Gruppenmodul aktiv ist und ich in einer Gruppe bin, kann ich auch nur ein Gruppenkonto erstellen. Ich aktualisiere mal die Ansicht. Ich bin jetzt nicht mehr mit dem Mandantenkonto verknüpft, aber ich bin in einer Gruppe. Und prompt habe ich hier die Möglichkeit, ein Gruppenkonto einzurichten. Und hier sieht man jetzt meine Gruppe und die Mitglieder meiner Gruppe. Und hier könnte ich jetzt entscheiden, wer auch noch über dieses Gruppenkonto bestellen darf. Ansonsten ist der Weg exakt identisch zu dem, wie man ein Mandantenkonto einrichtet, was ich im ersten Video gezeigt habe. Darum werde ich das nicht noch einmal komplett durchgehen. Wenn ich jetzt kein Gruppenmodul habe oder in keiner Gruppe bin, das können wir auch einmal simulieren, indem ich mich selber aus der Gruppe rausnehme, dann kann ich ein Benutzerkonto erstellen. Das gilt dann nur für mich alleine. So. Dann gehe ich mal aus der Gruppe raus. So. Und wenn ich jetzt aktualisiere, habe ich hier die Möglichkeit, ein Benutzerkonto zu erstellen. Das hat jetzt auch nur noch zwei Schritte statt drei, denn der Schritt, dass ich Benutzer hinzufüge zum Konto, der entfällt natürlich. Dieses Konto würde jetzt nur für mich alleine gelten. Die Bestellungen über den Marketplace liefen dann über meine eigene Rechnung. Ansonsten ist auch hier, abgesehen von diesem ersten Schritt, der entfällt, auch identisch. Ich gebe meine Daten ein. Ah ja, müsste ich jetzt ausfüllen. Danach gebe ich meine Kreditkarte ein und fertig. Also auch genauso wie zuvor beim Mandantenkonto, was ich im ersten Video vorgeführt habe. So, wenn man jetzt überhaupt nicht möchte, dass gewisse Benutzer überhaupt über den Marketplace bestellen können, kann man noch das Recht entziehen. Wir wechseln auf den Reiter Rechte. Und hier gibt es auf der rechten Seite jetzt zwei neue Bereiche bzw. einen alten, das wäre dieser hier, interne Dienste, und diesen neuen Marketplace externe Dienste. Hier kann ich entscheiden,
über welches Konto, falls es mehrere gibt, derjenige bestellen darf. Wenn in der Version jetzt noch ein Gruppenkonto oder mehrere Gruppenkonten aktiv sind, kann ich entscheiden, bestellt er über das allgemeine Mandantenkonto oder über eines der Gruppenkonten. Und ich kann die verfügbaren Dienste, also die freigeschalteten Dienste, auf welche derjenige zugreifen darf, das kann ich hier pro Dienst mit einer Checkbox definieren. Wenn ich beispielsweise sage, ja, die automatisierte Terminkoordination von Timeum, das soll derjenige nutzen, weil derjenige vielleicht im Backoffice ist und Termine koordinieren muss, das darf er, aber er soll keine Videos bestellen dürfen, weil er das nicht braucht. Dann entferne ich hier das Häkchen und dann wird dieser Dienst für diesen Benutzer nicht verfügbar sein. Die unterschiedlichen Kontoebenen und die Benutzerrechte auch pro Dienst machen den Marketplace super flexibel in der Handhabung, so wie man es von OnOffice gewohnt ist.